Moin moin und willkommen zu World of Tanks mal wieder. Vor mir, da steht schon in der Russenente der kleine Krawom. Moin! Guten Tag! Guten Tag! So, und wir haben außerdem einen Hausgast dabei, nämlich den Hiro, der hört zu und legt gerade den kleinen runter. Genau! Hallöchen! Oh, bin ich langsam! Genau, der Hiro, der will demnächst dann auch nochmal seinen Senf hier dazu geben, indem er mitspielt. Das ist die, welche Map ist denn? Achso, das ist ja die Ekel-Map, ne? Eine von den Ekel-Maps, die du so eklig findest. Ja. Ja, ja. Und du hast mitten im Satz aufgehört. Ich? Hm? Ja. Das war auch mit Absicht so. Natürlich. Was habe ich denn gesagt? Er will seinen Senf dazugeben, indem er hier und dann war vorbei. Indem er dem dann auch nochmal mitspielt. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Das war ein schnelles Ende. Ein schnelles Ende? Deines Satzes. Ich hatte erwartet, dass er mehr kommt. Macht der Gewohnheit, ne? Macht der Gewohnheit, genau. Das Geschwafel blieb aus. Aber davon mal ganz abgesehen, wir haben zweite Linie angefangen. Russische Panzer. Und das werden wir parallel veröffentlichen zu den amerikanischen Tanks. Ah. Ja, hast du beschossen? Ja, irgendwas hat er geschossen. Oder habe ich nicht? Ich habe, glaube ich, was überfahren, das explodiert ist. So. Na, wolltest du beschossen? Ne, wieso? Nicht festfahren, nicht festfahren, nicht festfahren, nicht festfahren. Traum mich hier nicht rum, ne? Ich auch nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich so beschissen stehe, dass ich auch nicht schießen kann, weil mein Rohr zu weit nach oben zeigt? Nee. Dann habe ich sie mir getan. Sehr gut, sehr gut. Na, was wird der jetzt hier? Der chinesische Bombe? Ist hier nicht gerade was hochgefahren? Ja, das ist aber schon kaputt. Beides? Ich habe nur eins gesehen. Ach nee, da kommt noch was. Und es guckt böse. Ich kann da nicht drauf schießen. Was? Von wo wurde der denn getroffen? Ups. Fahrzeug zerstört! Oh. Von wo wurdest du denn getroffen? Ja, von dem, der da stand, der BT-2. Der hat einen Schuss gebraucht und das war's dann. Krasse Geschichte. Oh. Krasowski, ne? In etwa so sieht das aus. Okay, K-Camp. Ah, Mist. Hab ich fast gekriegt. Natürlich fast gekriegt. Naja, 65. Ja, ich hab auf jeden Fall, hat er mir gesagt, ihr Fahrer ist getroffen. Deswegen dachte ich, das sähe gut aus, aber es sah scheiße aus. Naja, ist auch egal. Das ist unfassbar, das ist einfach unfassbar. Ja, ja. So, ich leg mich mal durch. Ups. Hier ist Action. Irgendwie? Gundog hat uns gerecht, aber irgendwie sieht das nicht gut aus, ne? Nee, nee, nicht wirklich. Die werden hier voll beschossen. Plop. Und keiner geht beiseite. Ja. Die Artillerie bewegt sich gar nicht. Da ist der Panzerjäger geplatzt. Aber Panzer. Wen guckst du denn gerade an? Ich war auf dem Medium, oder wie der hieß, Medium 2 oder sowas. Jetzt bin ich auf dem Panzer 35. Gundog. Ja, ich auch. Der reißt das raus. Mit Sicherheit. Ja, wo? Da hinten, Chino. Krieg ich da hoch. Oh, guck mal, die haben ja noch nicht mal die Hälfte weg, ne? Und das sind sogar noch ein so. Du meinst so wie wir. Bei uns ist kein Einser mehr. Ja, wir waren aber Einser.
Ja, aber. Zweger, Zweger. Krawümmchen, Krawümmchen. Zwegi, Zwegi. Klingt nicht so lächerlich wie Krawümmchen. Also. Zweglein. Was willst du? Hirochen. Ja, genau. Da ist einer. Schieß du. Du Flachpfeife. So viel zu Flachpfeife. Der hat... Oh. Den Pferd gut getroffen. Jo. Und mitgenommen. Und dann ist er geplatzt. Das war's. Aber diese Platzepanzer. Achso, sind schon alle weg? Ja. Ich traue mich, das gar nicht zu sagen. Ich habe ganze 12 Erfahrungspunkte bekommen. Yay! Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, starten wir nochmal eine Runde. Bist du bereit? Yeah, warte. So viel zum Jahr. Bereit. Eine einzige Täuschung. Es ist übrigens immer noch warm. Es geht hier. Oh, alles Tier 1. Alles Tier 1. Tja, jetzt müsste man Tier 3 haben, ne? Gott, dauert das lange. Wieso ist denn der eine... Hä? Wir haben in jeder Gruppe einen, der grau ist. Warum? Achso. Die sind noch nicht geladen. Ja, ich wunderte mich nur, weil das gerade so einzelne waren. Sonst wäre das einfach noch nie aufgefallen. Verstehst du? Welche Map ist denn das? Ach, das ist die mit dem fiesen freien Feld, ne? Ja. Mit dem fiesen freien Feld. Ich werde mal hier drüben Richtung Berg fahren und mich da irgendwo ins Gebüsch hocken. Und so tun, als würde ich am Kampf teilnehmen, auch wenn ich das nicht tue. Warum tust du das nicht? Svelga ist ein Camper. Ja, manchmal bin ich das. Auch ohne Jagdpanzer. Du hast ja erst ein Parkpanzer, oder? Das ist ein Kriechpanzer. Für einen Kriech. Für einen Krieg. Der kriecht in Krieg. So. Okay, ich habe ja gelernt, man soll sich gar nicht so hinter die Ecke stellen, aber mache ich jetzt trotzdem. Du hast was gelernt? Ja. Hab studiert. Studiert an der Unität. Mhm. Weil ich intelligent bin. Weil er intelligent ist. Inkontinent, ja. Noch nicht. Mist. Da wollte ich gerade auf einen schießen und kurz bevor ich abdrücke, wird er einfach mal zerlegt. Mhm. Du hast ihn markiert. Komm schon. Das sieht auf jeden Fall mal ganz gut aus für uns. Zumindest jetzt. Kann sich ja schnell ändern, ne? So wie jetzt. Ausgleich. Hopp. Was? Der Motor von meiner Ente hier ist ein bisschen, ne? Knattert so vor sich hin. Kommt nicht wirklich Panzerfeeling auf. Also immer wenn ich einen sehe, ist der kurz danach tot. Du hast den Blick des Todes, oder wie jetzt? Mhm. Also hier, der Medium 1 hier, der vor mir hier, der ist aber mutig. Wie war das noch, das Glück ist mit den Wagemutigen, oder wie hieß das? Das kann sein. Hat er schon was? Nee, das stimmt nicht. Ich bin immer wagemutig, das sieht man im anderen Let's Play und nein, ich bin immer tot. Du bist wagemutig. Er ist wagemutig in einen Busch gefahren und wartet. Nein, bei dem anderen fahre ich aber so vor. Er ist wartemutig.
Mist. Den Abschuss habe ich nicht gekriegt. Das ist sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Der letzte Schuss war auch noch blind da drauf. Da ist wieder einer. Wo denn? Ich stehe zu weit weg. Tja, als hätte ich es geahnt. Jetzt ist einer von uns hops gegangen. Ich roll mal ins Dörfchen und schau mich da um. Ich hoffe, da macht es nicht gleich bum bum bum. Kravum. Kravum, genau. Ach Mist, das ist ein Bauch, ich dachte, das wäre ein Busch hier. Busch hier? Busch hier. Ich versuche gerade so ein bisschen vorzuholen. Einfach mal rüberschießen. Schieß doch einfach mal rüber, ne? Ist auch legitim. Da ist einer. Hat sich einer zu Wort gemeldet. Muss denn nicht ich wohl zu weit schießen. Ist wieder weg. Sterben einfach zu schnell. Wo, da. Pff, soll ich den nicht treffen? Haha. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Schieß hier schon das, gegen das Haus vor mir. Schieß er jetzt ins Fenster rein. Na komm. Irgendwas schießt hier auf mich. Wo bist du denn eigentlich? Fast beim Feind mit halber Lebensenergie nur noch. Ich hoffe ja ein bisschen was aufzudecken hier. Und jetzt kriege ich so langsam hoch, dass ich gleich tot sein muss. Oh, und ich habe schon wieder den Frame Drop. Ruckel. Hallo. 12 FPS ist nicht cool. Ich sehe dich gar nicht auf der Map. Ja, wegen Funkreichweite. Ich bin zu weit weg. Oh, jetzt hat mich irgendeine Artillerie entdeckt. Artillerie gibt es nicht im Spiel. Dann hat mich halt etwas anderes. Die Kavallerie entdeckt. Höchstwahrscheinlich. Oh, da ist einer. Da ist er weg. Gib doch mal Buchstaben und Zahlen. Na, in dem Moment, wo ich den decke, sind sie schon weg. Ja, du hast auf der Minimap nicht gesehen? Nein, in dem Moment, wo sie aufgedeckt werden, sind sie auch schon tot, weil sie von irgendwem getötet werden. Ach so. Ja. Dann brauche ich dir keine Position durchgehen. Ich dachte, sie sind einfach wieder verschwunden oder so. Nein. 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 Naja. So. Hiro, sagst du mal Tschüss zu unseren Zuschauern. Auf bald. So, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal, also quasi morgen, wenn ihr einschaltet, dann der Hiro als Spieler mit dabei ist. Also lasst euch überraschen und Zwilger will ich auch noch mal kurz erwähnen. Zwilger. Und also bis dann. Tschüss. Tschüss.